Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei LS19 auf der Marsch. Ja, der war im Rahmen und den habe ich gerade jetzt mit mal rausgeholt. Ne? Jetzt geht er wieder auf Feld 3 zurück. Ich beginne heute Abend mit 3 Folgen Aufnahme am Dienstag, ne, Montag. Ja. War ja so nicht geplant, aber was macht man nicht alles, ne? Für Qualität. Weil das letzte Mal hat mir nicht gefallen, wo mein Ton unter alle Sau war. Das heißt, ich war zu leise und die Maschine zu laut. Auf den Kurs hier gespeichert. Feldnummer. Ich wollte ja eine Ernte, Feld 12, ne, Ernte. Feld 2 Getreide. Und ein Ordnermaschine, welchen Ordner? Ernte, vielleicht das doch daran nicht. Ah, gut, Ernte. Die nicht gespeichert gehabt. Erntefeld 3 muss es gewesen sein. Nee. Das heißt, ich beginne mal ganz pauschal, wo ich mal begonnen habe. Ne? Nebenbei kann ich gleich ausleeren und dann kann ich nochmal vorne berechnen lassen und dann gleich entsprechend da wieder hinfahren, wo ich vorhin war. Runde ist nicht so tragisch. Hätten wir nun gleich machen können mit Speichern. Ne? Ah, ich bin etwas leicht erkältet, aber das wird mir gehen. Das wird schon wieder gehen, also irgendwie. Entschuldigung. Da war drin schon normalerweise nicht. Hier nichts aus. Das ist komisch. Das ist schon sehr komisch, aber gut. Ja. Irgendwie. Wird schon irgendwie gehen. Ah, jetzt verstehe ich was mit dem Fell. Im einen fahren sie rauf, im anderen fahren sie runter. Hm, so. Macht Sinn bei großen Feldern, nicht bei kleinen. Wenn du ein Fahrzeug hast, ist das glaube ich nicht so magisch. Hier haben wir auch nur 2. Aber gut. Hm, das wollte ich nicht haben. Ich wollte nur so weit fahren, ne? Ja, ich klinge ein bisschen heiser, aber was soll's. So. Kursgenerierung. Feld 3. Vorgewende machen wir 2. Und generieren wir ganz kurz. Dann zurück. Und dann gehen wir hier rauf. Und die zweite Runde halt fahren, ne? Nehmen wir das Lenkrad und Gaspedal. So haut er wieder ab, der andere hier, der Abfahrer. Denn die brauchen den Kurs auch für Stroh einsammeln, ne? Das kommt ungefähr hin. Dann werden wir gleich mal speichern und unter Ernte ablegen. Ja. Sonst hat es ja keinen Zweck, ne? Irgendwann vergisst das alles, ne? Das ist schlecht. Nimm mich hopp auf, ich kann es gar nicht sehen, die Zeit. Ich hoffe, wir gehen vor, ne? Also. So. Ich
einstellen und wir speichern mal ab. Feld 3. Ernte. Getreide. Entschuldigung, 13,5 Meter. So. Ich weiß gar nicht, wieso das. Wie kriegt alle hier einen Ordner rein? Ne? Also. Flügel ist auch da drin. Also Autoreif. Minus. Das ist Abfahrer, ne? Ach so. Abfahrer. Ah, das kann sein. Dass der Grund ist. Das sind die Kuchen auch drauf. Und die Erntefahrzeuge guckt wieder keiner auf. Oh. Hm. Ah, jetzt sehe ich da. Mit Flügen, ja. Gut, das ist ein richtiger Ort eingekommen, ne? Stau ich drüber, also. Gut. Das läuft halt auch mal wieder, ne? So, wir wollen mal gucken hier im anderen Computer, ob da diese blöde Leiste weggeht. Weil. Das jetzt gefällt mir jetzt gar nicht. Ich kann aber nicht die Zeit sehen, jetzt nicht die Zeit, okay. Denn ich schätze nicht gerne ab. So. Düngen. Ja, ich habe auch nicht gespeichert gehabt, aber hier ist nicht so tragisch. Hier werde ich einfach Helfer nehmen. Ja. Gucken wir mal, ne? Ganz kurz. War ich habe die Mitte gemacht, das ist ungünstig, ne? Da müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir die erste Runde noch mal fahren lassen, zwei, dass wir da ein bisschen auch noch Düngen im Rand. Es kann sein, doppelt düngen, aber das macht ja noch nichts. Können wir hier vorne starten? Halb so wild. So. Kursgenerierung 19, 2 und berechnen lassen. Zurück. So, und das kann er die erste Runde machen oder zwei, dann ist es fertig. Gut, Feld 24 ist fertig. Dann schicken wir den mal Richtung Feld 36 oder 23, da fahren wir. Jups, da fahren wir hin. Genug Dürre drinne? Ja, wird wohl reichen, ne? So. Das ist Weizen, das passt. Warum fährt er nicht? Nicht eingestellt. Wir schalten alle durch, ne? Das ist ja Milchfahrer. Ja, der Milchfahrer. Ich glaube, die Milch war alle. Da steht noch einer, aber ich muss den wegfahren, sonst die stehen sich im Wege. Was ich machen könnte, ich könnte hier beladen an Kuhstall machen, ne?
Das könnte ich machen. Belan. Stall 1 war glaube ich gewesen. Hofsilo, Belan Wasser, Belan Kies, Belan Misch, Ablage, Belan. Belan Düngerweg. Auffüllen, naja gut, einmal Auffüllgeschirr. Aber gut. Da muss man sich am besten aufschreiben, wenn man immer so reintriebt, ne? Weil, man kommt mal durcheinander. Ah, und der war glaube ich verkauft für Dünger. Auch der muss fahren, ne? Sonst. Ist das immer noch? Entschuldigung. Das geht aber nicht, dass er nicht fährt. Das ist nicht schön, wenn er nicht fährt. Steht vor der Nase und fährt nicht. Aber ist mal blöd mittendrin. Im besten Fall macht man sowas fertig. Aber das mal muss es so gehen. So Weizen, ne? So weit weg. Ich muss näher mal einen Hustensaft nehmen. Zur nächsten Folge. Hustenlöser ist das, so ein Zeug. Ist ganz gut. Wenn ich nachts gut schlafen kann, dann kann ich auch gut mehr holen, ne? Besser wie jede Medizin. Ausreichend Schlaf. Guter Stellen wieder ein, ne? Das ist typisch. Aber gut. Das ist der Milchjonny. Und was haben wir jetzt hier? Das ist LKW. Zahn-LKW. Mein Taktik funktioniert wieder. Warum fährt der nicht? Ah, nicht eingestellt. Das kann sein. Deswegen konnte er auch nicht hinfahren. Beziehungsweise hat nicht erkannt. Ja, wenn kein Fahrer drin ist, ne? Das kann man nicht erkennen, ne? Der kann auch nicht gerufen werden. So. Aber jetzt. Schwierig. Schwieriger Anfang, ne? Ja. Ja, mit purer Gewalt wird das nichts hier. Mal gucken hier. Richtig so? Im Grunde ja. Aber wir machen mal Platz, ne? Also mal ausnahmsweise ein bisschen Ausweichung im Kurs. Kommen. Wollen wir keinen Stress machen wegen dem Kurs und so, ne? Jo. Wenn das läuft, dann läuft das, ne? Oder auch nicht. Ah, Gerst ist voll. So, der andere Düngerfahrzeug ist schon da, auf Feld 23. Da muss ich kalken. Und da ist perfekt. Aber wir werden erstmal Richtung 36 fahren, ne? Das ist besser. Oder wie? Ach, wir machen gleich fertig, was soll's. So. Kurzgenerierung 23, Programm 1,
Er ist ja ziemlich schnell hier. Einstellen. Zeit. 07. Na, das ist perfekt. Weizen. Ja. Habe ich noch einen freien Traktor dafür? Kalken hier gleich. Das ist aber erst ungünstig, wenn ich da ging. Das ist aber nicht justiert. So. Mal schauen, was jetzt nicht klappt. Das nochmal ist einmal, ne? Gerade dann, wenn es mal irgendwo anfängt, nicht klappen soll, dann ist es meistens irgendwo alle. Ja, das geht gerade so. Gut. Schau mal, ich habe doch garantiert den anderen Kalker ist da hinten gewesen, ne? Hat der eine Anerkupplung? Jo. Dann werden wir uns gleich mal den Kalkstreuer holen. Mit LKW, ausnahmsweise. So, und dann können wir gleich im Feld Nummer 15 Kalken vorbereiten. Auf Feld Nummer 19 ist der Ruder fertig, ne? Also, der ist durch. Entlassen. Dann fährst du jetzt Richtung 36. Kalk genug drin? Ja, das dürfte reichen. Warum soll man da jetzt unnötig was verschenken, ne, und Zeit, ne? Gute 23er, das brauche ich ja auch nicht extrem lange, ne? Ja, wir können so lang fahren. Das wollte ich eigentlich ausmachen hier, das sind die Dinger. Die Spuren, die stören ein bisschen, ne? Können wir deaktivieren. Da, zack. Ja, Richtung. Oh, liebe Frau, das soll es auch für heute schon gewesen sein, für die heutige Folge. Dann sagt mal schönen Dank fürs Reinschauen, schönen Dank fürs Abonnieren und Liken und fleißig gucken. Tja, morgen hier geht mit der Ernte weiter, ne? Halt mal tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr wollt, Lust habt, ich bin da. Tschüss.